Die deutsche Wirtschaft zittert vor einer zweiten Amtszeit von Donald Trump. Doch was wird sich wirklich ändern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsexperten von Focus Online, Clemens Schümann-Fink. Hallo Caro und hallo. Clemens, Donald Trump steht für America First. Was bedeutet jetzt seine Wiederwahl für unsere Wirtschaft? Also ich glaube, man kann sagen, es wird härter für uns. Trump hat ja einiges angekündigt im Wahlkampf. Vor allem will er Zölle erheben, quasi auf alle Einfuhren in die USA. Er macht da keinen großen Unterschied zwischen Verbündeten und Nicht-Verbündeten. Jeder soll zahlen. Strafzölle von 10% stehen im Raum. Und er will auch nochmal die Unternehmenssteuern massiv senken, also quasi den Standort USA nochmal attraktiver für Firmen machen. Und das trifft natürlich eine exportlastige Wirtschaft wie die deutsche hart. Was hat es denn konkret für Konsequenzen, wenn Zölle erhoben werden auf deutsche Produkte bzw. Unternehmenssteuern in den USA gesenkt werden? Ja, das sind ganz vielfältige Mechanismen, die da ausgelöst werden. Und man kann nicht ganz genau sagen, welcher am Ende stärker ist. Also natürlich heißen erstmal Zölle auf deutsche Exporte in die USA, also auf Importe aus Deutschland, wenn man es aus Sicht der USA spricht, dass die Waren dort teurer werden, damit halt weniger attraktiv für Käufer. Also die Exporte aus Deutschland haben quasi einen Preisnachteil. Das ist so, als würden sie mit einem Schlag alle 10% teurer werden. Und wenn es halt ein vergleichbares Produkt gibt aus den USA, dann greift natürlich dann der Verbraucher zum billigeren Produkt, schlecht für die deutschen Exportfirmen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich die Gefahr, dass halt die EU wiederum Strafzölle als Gegenreaktion erhebt. Also werden halt die Exporte der USA nach Europa teurer. Das heißt dann auch für uns steigende Preise, sprich mehr Inflation. Das Inflationsproblem haben natürlich auch die USA durch diese Strafzölle. Und natürlich, Trump sagt, naja, wenn halt die Firmen eben nicht diese 10% Strafzölle zahlen wollen, sollen sie halt eben in die USA umsiedeln. Das könnte halt heißen, Produktionsverlagerungen von Deutschland in die USA. Das ist ja eine Entwicklung, die eh schon länger im Gange ist. Der Inflation Reduction Act unter Joe Biden hat ja die Ansiedlung von Firmen massiv gefördert. Also auch das vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, wenn es jetzt heißt, Trump ist schlecht für Deutschland. Biden war ehrlicherweise jetzt auch nicht gut für Deutschland in dem Sinne. Das muss man immer so ein bisschen relativieren und im Blick behalten. Das ist halt, egal wer im Weißen Haus sitzt, ob Biden oder Trump, es ist der amerikanische Präsident. Und er guckt, was gut für Amerika ist. Und ein starkes Europa kann mal gut für Amerika sein, muss es aber nicht. Und in letzter Zeit, sowohl unter Biden als auch jetzt vermutlich unter Trump, wollen sie halt ein starkes Amerika haben und auch auf Kosten Europas. Zwei Dinge, die ich gerne ansprechen würde. Du hast gesprochen von einer steigenden Inflation. Inflation ist so ein bisschen das Unwort bei jedem, weil es bedeutet wieder, wir müssen tiefer in die Tasche greifen. Wäre das die logische Konsequenz, dass das Leben für jeden Einzelnen wieder teurer wird? Ja, das ist halt, es gibt nicht so monokausale Ketten. Wenn man alle anderen Faktoren außer Acht lässt, würde natürlich heißen, Preise steigen, es wird teurer für uns. Mhm. Aber natürlich spielen da viele andere Faktoren auch noch eine Rolle, wie es halt insgesamt mit um die Wirtschaft steht, was womöglich halt die EZB mit den Zinsen macht. Und man muss halt sagen, das Inflationsproblem hätten da nicht nur Europa oder Deutschland, sondern hätten auch die USA. Auch dort droht halt durch die Strafzölle ein Inflationsanstieg. Und deswegen wertet zum Beispiel gerade auch der Euro gegenüber dem Dollar ab, weil jetzt die Märkte vermuten, dass die Fed nicht mehr so stark die Zinsen senken kann, wie sie ursprünglich vorhatte. Das ist natürlich gut für den Dollar, schlecht für den Euro. Wie jetzt die EZB darauf reagieren wird, müssen wir mal sehen. Im Unterschied zu den USA ist ja die Wirtschaft in Europa eher schwach gerade unterwegs. Die Wirtschaft in den USA boomt. Das heißt, die EZB muss jetzt halt dann schauen, wie sie halt das erhöhte Inflationsrisiko jetzt halt, wie sie halt darauf reagiert. Sie muss halt zwei Dinge im Blick behalten, nämlich sie muss die Wirtschaft eigentlich unterstützen durch eine lockere Geldpolitik. Auf der anderen Seite darf die Inflation jetzt nicht wieder außer Kontrolle geraten. Also das spricht wieder für höhere Zinsen. Es wird sehr kompliziert werden und ich glaube, die ganzen Auswirkungen des Wahlsieges auf Trump sind jetzt noch nicht richtig absehbar. Man kann halt so ein paar
Hinweise sehen. Aber wie schon gesagt, es ist ein sehr komplexes System. Und was natürlich auch noch eine Gefahr ist, Trump will natürlich auch auf China Zölle erheben, sogar noch heftiger als auf die Verbündeten aus Europa oder aus den anderen Ländern. Das heißt, die Produktion von China muss irgendwo hin, wenn sie nicht mehr in die USA kann. Kann also heißen, dass China seine Exportbemühungen nach Europa verstärkt durch niedrigere Preise, durch andere Maßnahmen. Also auch dort kommt dann nochmal Konkurrenz für die deutschen Firmen. Und das führt natürlich auch nicht dazu, dass halt hier unbedingt die Wirtschaft gestärkt wird. Kurz zum Hintergrund, warum es gerade jetzt nicht läuft, ist eben auch schon der Grund, dass die chinesischen Firmen zum Konkurrenten für viele deutsche Firmen geworden sind, für viele deutsche Produkte. Auch da merkt man schon den Exportdruck, den Druck aus China bei den Autos. Da wird auch erwartet, dass hier mehr Autos aus China ankommen und halt hier den deutschen Automobilbauern Konkurrenz machen. Und das alles trifft auf ein Deutschland, was nicht unbedingt in der besten Verfassung ist. Anders als bei der ersten Amtszeit von Donald Trump, da lief die deutsche Wirtschaft noch, da waren wir stark. Jetzt sind wir angeschlagen und kriegen noch halt quasi Gegenwind durch die USA. Also das ist keine gute Ausgangslage. Großes Problem ist auch der Standort Deutschland, der sehr, sehr teuer ist, gerade auch im Vergleich zu den USA. Was muss denn jetzt die Bundespolitik bzw. die Bundesregierung machen, damit wir diese Standortnachteile ausgleichen können? Ja, du sprichst es an, der Standort Deutschland ist ein großes Problem. Der wurde völlig vernachlässigt, nicht nur unter der Ampelregierung, das ging auch schon vorher los. Da haben wir eine Erosion der Standortqualität gesehen. Jetzt kommen noch die steigenden Energiepreise dazu. Also es ist gerade nicht so wahnsinnig attraktiv für Firmen, sich in Deutschland anzusiedeln. Und da muss einfach auch halt die Politik jetzt schauen, dass sie wieder dass sie da ihre ganzen Streitereien beendet, mal wieder nach vorne schaut, hier Reformen anstößt, um eben halt die Firmen herzulocken oder beziehungsweise es ihnen schwer zu machen zu gehen. Und da helfen natürlich die ganzen Streitereien, wie wir sie in den letzten Monaten gesehen haben, diese Lähmung der Politik eigentlich überhaupt nicht. Womöglich ist dieser Trump-Sieg ein heilsamer Schock, dass dann endlich die Politik erkennt, hey, wir müssen was tun, wir müssen uns wieder halt um die Standortqualität Deutschlands zu kümmern, um die Wettbewerbsfähigkeit, um die Wirtschaft hier, anstatt unsere Energie auf allen möglichen anderen Streitfeldern zu verschwenden. Bedeutet das, das Papier von Finanzminister Christian Lindner hat jetzt eine größere Chance durchgesetzt zu werden, weil das beschreibt ja eine Wirtschaftswende? Ja, theoretisch, wenn halt nicht schon irgendwie der Wahlkampf in Deutschland jetzt irgendwie seine Schatten vorauswirft. Da stehen natürlich Punkte drin, die halt für die Grünen und die SPD gar nicht gehen. Und das werden sie natürlich jetzt mit der aufziehenden Bundestagswahl jetzt nicht durchwinken. Also es ist gut, dass halt wieder offensiver gedacht wird, dass halt mehr Realitätspolitik gemacht wird, weniger ideologisch, sondern mehr geschaut wird, was hilft der Wirtschaft, wie kommen wir nach vorne. Ob das jetzt in dieser Phase eine höhere Chance auf die Umsetzung hat, wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, die SPD kämpft ja quasi gerade selber so ein bisschen ums politische Überleben und die Grünen sowieso. Und jetzt sollen sie erstmal den Haushalt verabschieden. Das wäre schon mal der erste Schritt, dass wir da vorankommen. Und bevor halt dann diese großen Maßnahmen da passieren. Aber ich würde mir wünschen, dass halt eben jetzt erkannt wird, hey, wir müssen uns zusammenraufen in Deutschland auf EU-Ebene, um halt eben ein starkes Europa zu sein. Und dann sind wir auch ein würdiger Verhandlungspartner und können halt ganz anders agieren in Verhandlungen mit den USA, aber natürlich auch mit China. Abschließend eine letzte Frage. Die Börse reagiert bis dato ja positiv auf die Trump-Wahl. Wie ist das zu erklären? Ja, also die Börse unerwartet stark. Ich hätte mit so einer heftigen Reaktion nicht gerechnet. Bitcoin, Einzelwert, Tech-Werte, alles hoch, S&P, alles hoch. Also es ist unglaublich, wie da eine Euphorie herrscht. Das ist damit auch zu erklären, dass halt die Firmen sehen, oh, niedrigere Steuern, was halt Trump angekündigt hat. Ich habe es gesagt, er will halt die Körperschaftssteuer senken. Das ist gut für die Gewinne der Unternehmen. Weniger Regulierung, hat auch Trump angekündigt, ist auch gut für die Gewinne der Unternehmen. Und das feiert gerade die Börse. Also sie hofft da auf einen neuen Aufschwung, auf eine zweite Rallye. Dass also es dann noch weiter nach oben geht. Mal schauen, wann so ein bisschen so der Schmerz einsetzt, denn natürlich die Punkte, die ich angesprochen habe,
haben auch ihre Schattenseiten, höhere Inflation heißt höhere Zinsen in den USA, Trump will die Staatsverschuldung massiv ausbauen, er will Einwanderung erschweren, sagen wir es mal so, Migranten aus dem Land werfen, alles potenzielle Arbeitskräfte, die die USA auch brauchen, auch dort haben wir einen demografischen Wandel. Und das sind dann wiederum alles Fakten, die dann eher negativ sich auswirken könnten. Aber so weit schaut die Börse gerade nicht. Im Moment schaut sie eher kurzfristig und sieht einfach die Chancen auf massiv steigende Gewinne. Danke, Clemens, für deine Einordnung. Gerne.